Heute ging es recht gut und das Hintergrundbild sollte an Renoir angelehnt sein. Sollte. So, heute lösen wir Donnerstag, den 12. September. Ja, wir probieren es. Dunstig, der 12. Die 12 haben wir da, September haben wir da oben, den ganzen Monat schon, und Donnerstag ist da unten. Wir haben ja versucht, mal so einen Standard wieder zu machen, gell? Der aber irgendwie nie so wirklich funktioniert hat. Wir probieren es trotzdem mal wieder. Und den hier, wobei das schon nicht mehr Standard ist, oder? Und den da. Ah, das geht nicht wegen der 5. Okay. Da könnte man den hier hinsetzen auf die richtige Seite. Und den hier. Und dann, ah, lecker. Und dann könnte man den hier runterziehen. Und den da. Und was habe ich gesagt? Donnerstag. Donnerstag. Den da. Und der da. Und ja, das geht nicht. Hä? Wir könnten zwar den hier noch hinsetzen, müssten dann aber den hier hochnehmen, den wir nicht mehr haben. Hä? Und dann geht es irgendwie nicht. Okay, gut. Wir können den hier hinsetzen, dann haben wir da die 12. Und wenn wir den hier reinmachen, dann haben wir September weg. Das geht also auch nicht. Hä? Shit. Wir können... Meine Siri redet wieder rein. Wir können den hier hinsetzen, dann haben wir hier unten ein Problem mit dem Montag. Dann müsste man zum Beispiel den hier reinmachen. Könnten den da runtersetzen. Oh leck, das ist nicht mehr Standard, he? Das sieht irgendwie ganz komisch aus. Dann kann man den hier reinmachen und da draußen machen sie wieder Krach. Die reißen bei mir in der Nähe gerade ein Haus ab. Und dann können wir den hier reinsetzen. Und das sieht recht gut aus, he? Mit dem und mit, oh lecker, dem haben wir Donnerstag, den 12. September. Ja, heute, genau, das ging, nicht so gut, he? Besser als auch schon, aber nicht, na, okay, man kann es leben lassen. Heute habe ich das Hintergrundbild mal wieder gebaut, also schon, jetzt schon gebastelt, he? Oder Midjourney und Crea. Crea habe ich aber dieses Mal nicht genommen. Das Problem bei Crea ist, dass es das Bild versucht realistisch zu machen. Und ich habe jetzt ein Bild genommen, das ich vorhin schon hatte, was mir sehr, sehr gut gefallen hat. Und habe es als Renoir weiter rennen lassen, also habe gesagt, mach es so wie Jean-Auguste, nee, weiß nicht mehr, heißt Auguste Renoir, was auch immer. Und der hat das eigentlich recht gut gemacht. Und wenn man es dann aber in Crea reinmacht, dann versucht er, die Personen, die da drin sind, realistisch darzustellen. Und das ist ein bisschen blöd, wenn man ein Ölgemälde haben will. Und deswegen habe ich das Bild direkt aus Midjourney genommen, habe es dann noch ein bisschen kreativ hochrechnen lassen. Und dabei ist dieses wunderschöne Bild entstanden. Die Frage ist, gell, wie gefällt euch dieses Bild? Schreibt es mir in die Kommentare rein. Und wenn ihr weiterhin meine Videos sehen wollt, dann folgt meinem Kanal, liked das Video und klickt die Glocke. Ja, ich grinse. Genau. Weil ich immer dasselbe sage. Jo. Dann besten Dank, dass ihr das Video geschaut habt. Und wenn ihr wollt, dann sehen wir uns morgen zum nächsten Video. Ciao zusammen.